Hallo und herzlich willkommen bei Bass-Tuning. Heute haben wir mal ein spezielles Thema. Und wir haben einen Abonnenten hier, das ist nämlich der Kaufi, den kennt ihr bestimmt auch schon vom Kanal. Und die Besonderheit bei diesem Video ist, dass er heute das Video machen wird. Ja, buongiorno. Also was machen wir heute? Wir bauen Schrotgute ein. Und zwar habe ich die schon drin. Die muss man einmal für Beifahrer und Fahrer einbauen. Wichtig dabei ist, das Tutorial ist grob in zwei Teile gegliedert. Zuerst bauen wir es am Sitz ein und dann muss die an der Rücksitzbank verankert werden. Und ihr müsst unbedingt gucken in der Fahrzeugliste, die da mitgeliefert wird. Das ist gleichzeitig auch die ABG, Fahrzeugzuordnungsliste steht da. Da steht, das sind jetzt der Gurtrallye-Typ 3J drin. Da stehen alle Fahrzeuge drin. Und da guckt ihr euer Fahrzeug nach. Bei uns ist es jetzt ein Golf 3 Cabrio. Die Nummer ist dafür 1EX0. Golf 3 Cabrio 1EX0. Und dann guckt ihr hier nach. Wenn da ein Minus ist, bedeutet es, ihr dürft es nicht auf dieser Säule befestigen, die C-Säule. Welche Säulen da sind, steht auch im Buch. Und bei Kreis steht, ihr dürft es auch auf dem Seriensitz befestigen. Wenn da nicht der Kreis ist, müsst ihr euch einen anderen Sitz kaufen. Aber weil wir hier auf dem Golfkanal sind, denke ich, habt ihr auch einen Golf. So, ich habe jetzt diesen schönen Recaro-Sitz hier. Und wir befestigen wahrscheinlich erstmal den ganz normalen Schrotgurt dran, den ersten Teil, und den zweiten Teil machen wir dann an der Rücksitzbank. Das wird in der Mitte dann einfach nur zugesteckt. Wichtig ist bei dem ganzen Ding, wenn ihr jetzt euren Schrotgurt habt, das ist ein statischer, es gibt natürlich auch noch elektrische, müsst ihr immer darauf achten, dass das ist jetzt hier der Beifahrersitz. Und wenn ihr euch auf den Beifahrersitz draufsitzt, muss diese Schelle unbedingt immer ins Fahrzeuginnere zeigen. Weil ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis und ja, ihr braucht also immer den rechten und den linken Gurt. Und wenn ihr euch in den Sitz sitzt und die Gurte gerade hält, diese Plastikschelle immer ins Fahrzeuginnere. Okay, also dann gehen wir es an. Wie ich das immer mache, ist, dass ich erstmal schaue, dass die hier relativ gerade sind. Also diese Schlaufe und diese Schlaufe auf dieser Seite, die kann man sich eventuell auch noch hinbiegen. Gut, also man kann sich das erstmal ganz normal hier reinfädeln, ein bisschen zuziehen, schauen, dass es relativ gerade hier ist und relativ gerade hier. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wir schubsen den Stuhl einmal um und schauen, dass der möglichst dreckig wird dabei. Okay. So, ganz entspannt. Und jetzt sieht es so aus. Beim Golfsitz haben wir einmal hier diese normale Schiene, wo die Stühle auch drauflaufen, in den Schienen. Und hier hinten ist auch eine ganz normale Schraube drin. Die sollte bei euch auch drin sein. Die befestigt nämlich hier den normalen Gurt. So, die löst ihr am besten. Ganz einfach. Ihr könnt auch dazu den Gurt einfach nach hinten schieben. Diese komplette Schiene schiebt sich nach hinten. Und dann könnt ihr ganz einfach diese Schraube lösen. Ist eine 17er Nuss. Passt auf, das Ding fällt runter. Das könnt ihr nicht falsch einbauen, weil hier so ein kleiner Clip drin ist. Da könnt ihr den ganz einfach reinstecken. So, was passiert jetzt? Ihr holt also den Schrotgurt. Schaut bitte, 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 dass der auch richtig ist. Ich tue ihn dafür immer am Boden. Dabei wird der unten hier rangeschlossen. Am besten ans Äußere. Einmal den Standard. Müsst ihr unbedingt dran lassen, weil sonst erlischt wieder die Betriebserlaubnis. Den Schrotgurt hier einmal ran, fixieren und reindrehen. So, damit es angedreht ist. Und jetzt könnt ihr das ganz langsam nach hinten schieben und richtet dann den Gurt eben so aus, dass der möglichst hier zwischen Sitz und Seriengurt verläuft. Und diese Schelle darf unbedingt nicht die Schiene blockieren, sonst läuft euer Sitz nicht mehr. Okay, dann können wir den mal anziehen. Ganz simpel. Nichts irgendwie Großartiges. So. Ruhig fest anziehen. Standardmäßig sind sie auch fest. Und dann nach vorne schieben. Und wie gesagt, dabei schauen, dass die hier nicht verdreht sind. Sonst wird es auch kritisch. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Hier habe ich aber keine Serienmutter, beziehungsweise die wird dann von Schrot mitgeliefert. Da habe ich auf jeden Fall die Mutter reingefummelt und, also die Schraube reingefummelt und die Mutter dann oben drauf gesetzt. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass man das so machen soll. Weiß ich, bin nicht mehr auch nicht sicher. Also, wieder ansetzen, das Ganze nehmen und dann wieder schön zusammenschrauben. Da könnt ihr übrigens nichts verdrehen, da kommt man aber auch richtig gut an die Schraube ran. Also, das sollte kein Stress sein. So. Und weil wir die schön vor gerade gemacht haben, ich habe jetzt gebrauchte Gurte, deswegen sieht ihr hier so eine leichte Biegung. Die braucht ihr eigentlich nicht. Ich habe sie nur verbogen, die waren vorher im Focus RS drin. Und da hat er die ganzen Schellen ganz anders gehabt. So, jetzt sind wir am Rücken vom Sitz eigentlich schon fertig. Können den eben umschlagen. Und das Ganze ganz leicht
hier einmal einfädeln und wir sehen, nochmal kurz überprüfen, ob hier wirklich auch das gerade verläuft, keine Schlaufe drin ist und das Ganze hier auch schön gerade verläuft, ohne dass eine Schlaufe drin ist. Ganz wichtig. Genau. Ansonsten sind wir hier schon fertig und dann gehen wir mal zu der Rücksitzbank. Anstrengend so, ne? Gut. Und zwar... Bist schon ziemlich am Schwitzen, ne? Ist es, ja, immer. Also ist es so, dass man natürlich auch unterschiedliche Anbaupunkte hat. Das müsst ihr wieder in der Fahrzeugzuordnungsliste gucken, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Also bei Schrot wird dieser Punkt hier als D-Punkt bezeichnet und dieser Punkt hier als C-Punkt. Im C-Punkt liegen die ganz normalen, ich weiß nicht, ob man das jetzt genau sieht, die 3-Punkt-Gurte liegen hier an. Genau. Und das Schöne ist, ihr müsst einfach nur die Schraube lösen und diese Verlängerung, dieses zweite Stück, da drüber schrauben. Ganz simple Sache, gar nicht so schwer. Achtet bitte darauf, dass man das hier sieht. Siehst du das? Kriegst du das rein? Da ist wie so ein, das sieht aus wie ein Nagel. Und da muss unbedingt der originale Gurt wieder zurück in Position, wo er war. Mhm. Genau. Ansonsten, ja, 3-Punkt-Gurt unbedingt drin lassen. Ihr den originalen dürft, Gurt drin lassen. Genau, den originalen unbedingt drin lassen, sonst kriegt ihr keine Betriebserlaubnis. Und dann könnt ihr eigentlich die Rücksitzbank wieder zurück. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Und wichtig ist, während ihr mit einem Schrotgurt fährt, dürft ihr nicht mit dem 3-Punkt-Gurt fahren. Also entweder Schrot oder 3-Punkt-Gurt. Und genau, ansonsten könnt ihr den Sitz wieder einbauen. Link dafür in der Beschreibung zum Tutorial. Und dann haben wir hier eine Steckverbindung, das ist wie beim ganz normalen Gurt. Und die kann man einfach lösen oder man steckt sie einfach wieder zusammen. So. So. Und wenn ihr dann auf alle Punkte geachtet habt, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ganz sicheres Spiel. Und genau, das war es eigentlich soweit. So, dann würde ich sagen, baut er jetzt mal den Sitz wieder ein und dann zeigen wir euch, wie das Ganze eingebaut aussieht. Und die Einstellungen vielleicht. Genau, das können wir auch noch machen. Also normalerweise ist es ja nicht schwer, erst hinten in die Schienen reinschieben und dann vorne wieder hier euren Pin reinmachen. Das kennt ihr aber aus anderen Tutorials auch. So, dann noch den Splint nicht vergessen. Das geht zack auf zack hier, muss ich sagen. Hier, wenn die Ausländer anfangen zu arbeiten, dann geht's aber ab. Ah, der Splint ist immer so ein Gefummel. So. Aber es kann nicht mehr. So, auf jeden Fall dann wieder die Schiene. Hier drin. Na, komm. Mach, lack. Ja, passt. Hier auf der Seite wird natürlich noch so eine Abdeckung reinkommen. Aber die habe ich verloren. Die habe ich bei Classic Parts aber schon bestellt. Ich hoffe, die kommt. So. Bin zu dick für den Kamm. So. Jetzt ganz einfach, wie wir vorher das Ganze schon gemacht haben, schauen, dass er wieder nicht verdreht ist, das Ganze durch und dann nach hinten greifen, auch schauen, dass es nicht verdreht ist und einmal klack. Wichtig sind noch Sicherheitsaspekte, ihr dürft diese zwei nicht außen lang laufen lassen, sondern die müssen wirklich unter der Kopfstütze und hier sollten mindestens 12 mm Abstand sein, damit die auch gut Platz haben zum Durchlaufen. Genau. Setz dich mal rein. Genau. Also reinsetzen wird dann immer, machen wir lieber auf der Fahrerseite. Dann setzen wir uns mal rein in den Hobel. Einmal hier schön rechts rein, angehoben, links rein. Und dann sieht man schon, aha, da geht was nicht. Ihr müsst die Dinger noch einstellen. Und wichtig ist, dass ihr jedes Mal das Ganze einstellt, wenn ihr neu einsteigt. Es ist einmal eine Schlaufe hier rechts und hier oben auf beiden Seiten. So, und wichtig ist als allererstes, das müsst ihr nur einmal einstellen, die Schlaufe hinten. Die geht so, die sieht man jetzt, ist relativ kurz. Puh, das wird jetzt ein bisschen dunkel. Aber ihr müsst auf jeden Fall das auf 90 Grad stellen. Und dann könnt ihr eben durchziehen der oberen Seite oder durchziehen der unteren Seite den Gurt hier länger oder kürzer machen. Ansonsten ganz wichtig, ist, wenn ihr die dann zumacht hier, sollte das wirklich in diesem 90 Grad Winkel am Becken liegen, damit ihr wirklich den besten Sicherheitsgurt habt. Außerdem müssen die immer gleich stark angezogen sein, also eins darf nicht lose sein, das andere locker oder so weiter. Und auf jeden Fall muss die immer ganz nah am Körper liegen und vermeidet am besten mit dicken Daunenjacken und Winterjacken mit denen zu fahren, weil sonst ist die Sicherheit nicht gegeben. Genau, ansonsten war es das eigentlich. Das ist alles, was man zu den Starren wissen muss. Es gibt noch elektrische, die sind dann hier angebracht und müssen dann natürlich mit dementsprechend Power versorgt werden. Dann könnt ihr die hier elektrisch einstellen. Ich habe jetzt hier nur die Stamm, da kann ich euch leider nichts dazu sagen. Ja, lasst einfach ein Feedback da, ob ich mich geschlagen habe und geschwitzt habe. Ansonsten
wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Einbauen von den Schrotgurten. Genau. So Leute, wie schon gesagt, schreibt dem Coffee mal in die Kommentare, wie er sich gemacht hat. Ich finde gut, ich finde wirklich gut. Also das Video sollte schon einigen helfen können, die da Bock haben drauf. Ich muss jetzt ganz ehrlich für meinen Geschmack sagen, wäre mir das immer zu viel Action, sich da anzuschnallen. Aber zum Fahrzeug passt auf jeden Fall, die Farbe passt. Und da wird der Dicke auch sicher fährt, gell? Nicht wahr, heute bin ich sogar doppelt begurtet. Alles klar, weitere Videos in der Videobeschreibung, haut da rein. Vielen Dank an den Herrn Kaufinger. Gerne, danke, dass fürs Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, das war aber synchron.